Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zur heutigen Andacht. Nicht aus der Kirche, sondern aus der Küche. Denn das ist der Ort, in dem wir vermutlich alle momentan sehr viel häufiger sind. Und trotzdem sind wir gemeinsam verbunden und feiern diese Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 103, aus der neuen Basisbibelübersetzung, die gerade frisch erschienen ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Er vergibt dir all deine Sünden, heilt all deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich mit einer Krone. Sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt dich mit Guten dein Leben lang. Amen. Wir sind in der Küche. Das habe ich eben schon mal gesagt. Und ein zentrales Teil in einer jeden Küche ist vermutlich der Kühlschrank. Drinnen erwartet mich alles Mögliche. Dinge, die noch eine Mahlzeit werden sollen, Reste vom Vortag, Frühstückskram, Abendbrot, etwas zum Naschen, Getränke und noch einiges mehr. Ich stehe davor, bin hungrig, aber unentschlossen. Das kennen wir vermutlich alle. Denn ich glaube, dass kein Haushaltsgerät täglich so häufig zum Einsatz kommt wie der Kühlschrank. Gerade jetzt, wo wir viel mehr zu Hause sind als sonst. Vielleicht kennen Sie ja auch die Situation, wenn eins der Kinder sagt, ich habe Hunger. Da lautet die Antwort häufig, schau doch mal in den Kühlschrank. Und meistens, da findet sich ja auch mehr als genug in unseren Kühlschränken. Zumindest in dem durchschnittlichen Haushalt in Deutschland. In den Kühlschränken der Nationen findet sich ein großer Teil der Lebensmittel, die wir zum Leben haben und die wir zum Leben tragen. Nochmal. Zumindest in dem durchschnittlichen Haushalt in Deutschland. In den Kühlschränken der Nationen findet sich ein großer Teil der Lebensmittel, die wir zum Leben haben, die wir zum Leben brauchen und noch einiges mehr. So mancher Seelentröster, die ein oder die andere Überraschung und natürlich alle Komponenten für unvergessliche Tage bei extrem leckerem Essen. Dadurch wird so ein Kühlschrank, gerade jetzt, wo die Stimmung in vielen Familien und Beziehungen ohnehin schon angespannt ist, ein hohes Konfliktpotenzial. Wer hat meinen Nachtisch aufgegessen? Wer hat den, die, das letzte XYZ genommen? Und so weiter. Wir alle haben sicherlich schon Streit, Tränen und Enttäuschung im Zusammenhang mit dem Kühlschrank oder besser mit dessen Inhalt erlebt. Und das mitnichten nur zur Corona-Zeit. Daran merken wir, welche große Rolle die Nahrung in unserem Leben spielt. Bei uns müssen sich zum Glück die meisten Menschen nicht darum sorgen, ob sie am nächsten Tag etwas zu essen haben. Es bedarf lediglich die Organisation des Einkaufs. Denn in unseren Supermärkten gibt es Lebensmittel im Überfluss. Ja, es gibt sogar so viele, dass viel weggeschmissen werden muss, weil ständig alles da sein soll. Frisches Obst aus Übersee, heimische Milchprodukte, Konserven, Nudeln, natürlich Klopapier und noch so viel mehr. Und doch bricht über den Nachtisch, der einfach verspeist wurde, erbitterter Streit aus. Vermutlich, weil Essen, neben dem, dass es natürlich lebensnotwendig ist, noch weitere Funktionen hat. Es macht glücklich. Und zwar nicht durch irgendwelche Stoffe, die im Essen enthalten sind, sondern durch Erfahrung. Die heiße Tasse Kakao, die wir immer bei den Großeltern bekamen, wenn wir traurig waren. Die gab uns die Gewissheit, dass sich jemand um uns kümmert. Das Lieblingsessen, das an unserem Geburtstag für uns zubereitet wurde, und noch viel, viel mehr dieser kleinen Momente prägen unser positives Verhältnis zur Nahrungsaufnahme. Und dazu kommen die Glücksmomente, die wir mit unseren Freunden und Familien bei leckerem Essen erlebt haben. Das alles speichert unser Körper und ruft sie beim Essen jedes Mal wieder wach, sodass wir Gemeinschaft, Geborgenheit und Fürsorge empfinden, wenn wir essen. Das können wir in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen, so nicht benennen. Wir können meist nur sagen, es fühlt sich gut an. Denn diese Abläufe passieren unbewusst. Nur an ganz wenig Gerichten wird das ganz deutlich. Zum Beispiel
wenn Tante Mathildas Kirschkuchen die Welt wieder in Ordnung bringt. Und wenn ich all das betrachte, so ist es kein Wunder, dass Lebensmittel eine so große Rolle in unserem Glauben spielen. Mussten im Alten Testament noch ständig die Schafe daran glauben, sagt Jesus im Neuen Testament den sehr einprägsamen Satz: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Damit verspricht er den Menschen nicht nur Hunger und Durst zu stillen, sondern viel mehr. Er ruft in uns die positiven Gefühle, die mit Essen verbunden sind, hervor. Er weckt damit unsere Erinnerung an Geborgenheit, Fürsorge und an Gemeinschaft und bekräftigt sie einmal mehr. Denn er verbindet sie mit Gottes Fürsorge, der Gemeinschaft und Geborgenheit mit all den anderen ChristInnen, die täglich, nämlich immer dann, wenn wir dieses Grundnahrungsmittel zu uns nehmen, mitschwingt. Und viel mehr noch, einige Verse später verspricht er, dass die, die vom Lebensbrot essen, das ewige Leben haben werden. Und wieder etwas später, das wissen wir alle, verknüpft er die Gemeinschaft und sich selbst noch stärker mit dem Brot. Indem er es bricht, es seinen Freunden reicht und sagt: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Das steht bei Lukas im 22. Kapitel. Und noch heute tun wir genau dies, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Wir feiern die Gemeinschaft und unsere Verbundenheit mit dem dreieinigen Gott in der Mahlgemeinschaft, in unseren Gemeinden. Und nicht nur dort, denn dies klingt in uns an, wann immer wir etwas zu uns nehmen. Und ich finde es sehr tröstlich, dass wir in dieser Zeit, wo so wenig möglich ist, uns doch durch sowas Alltägliches wie Essen immer wieder miteinander verbinden. Weil wir uns durch die gemeinschaftliche Erinnerung stärken können. Jedes Mal wieder, bis wir hoffentlich bald wieder physisch um den Altar stehen können und gemeinsam feiern zu seinem Gedächtnis. Und das stillt vielleicht meinen Hunger mehr als jeder noch so leckere Nachtisch. Wir sind verbunden durch Jesus, miteinander und mit Gott. Jetzt und alle Zeit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, mit den Worten, die wir von Jesus kennen, und in das Gebet all das legen, was wir auf dem Herzen tragen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehet hin im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.